So, Freunde, still und leise, so eine wie sagt man denn? So ein Mist. Wer fährt? Ich würde mal sagen, ich fahre. Alright, Shiggy. Wir folgen dir. Wir haben es heute nicht so weit. Fahr sie um, fahr sie um, fahr sie um, fahr sie um. Was will er denn wieder, der Lester? Er redet und redet. Er labert wieder, bis der ausgelabert hat, sind wir da. Also. Nein, ich will endlich sagen, worum es geht, du blöder Penner. Junge, 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 du nervst wieder nur. Ja, bis der ausgelabert hat, sind wir da. Ja, halt mal an. Freunde, still und leise. Diesmal wollen wir es schaffen und nicht gleich wieder in der ersten Sekunde auffallen, ja? Ja, ich gebe nochmal raus. Ja, ich gestehe, es lag an mir. Ich gestehe, es lag an mir. Den Hinweis nochmal raus. So, stopp, da oben steht's. Da oben steht's. Wie kann es sein, dass bei Marco wieder die Scheibe kaputt ist? Kann das weiter? Also, Freunde, wir haben nicht mal einen Elektroschocker. Halt, halt, ich hab einen. Halt, stopp, stopp. Ah, doch, stopp. Da. Okay. Ja, ja. Ja, ich sehe die Kamera. So. Also, ich schieße auf die Kamera und dann laufen wir durch. Wir müssen doch die EMP zünden. Nein. Hast du eine EMP? Oh. Ich hab die da abgelegt. Wo? Ich weiß nur nicht mehr, wer das war. Ich auch nicht. Wenn man den anrufen muss. Wieso? Pass auf, also meine Idee wäre, ich nehme jetzt die Kamera und wir laufen durch die erste. Und... Ja, Schocker, geht das hoch? Warte, hat nicht geklappt, hat nicht geklappt. Nein, nein. Jetzt. Jetzt. Stopp. Kurz. Zweite. So, jetzt müssen wir hier rein. Da. Oder? Hier können wir rein. Nee, wir müssen da hinten rein. Nein! Jetzt, ja. Nee, jetzt gehe ich wieder durch den falschen. Cutscene! Sehr gut, wir halten uns an den Plan, ey. Genial! Aber das waren schon mal zwei Schüsse mehr als letztes Mal. Also still und leise läuft, Freunde. Still und leise. Still und leise. Und ganz wichtig, wir müssen jetzt flüstern, damit es realistisch wirkt. Ganz leise flüstern. Why are we talking so silent? Du darfst doch ruhig Deutsch reden. Okay. Warte, Sicherungs... können wir erstmal auf die schießen, Freunde? Nein! Ah, Shiggy! Ich hab doch gar nichts gemacht! You shall be silenced, man! Alright! That's it. Silence, yeah? Only headshots, no electroshock on them. Killt sie! Seid leise, benutzt wenigstens den Schalldämpfer, den wir haben. Klassiker. Was denn? Wir sind schön leise, das geht schon. Okay, wer von euch rennt da schon wieder so massiv vor? Ich. Push doch nicht, lass uns doch zusammen hier einen entspannten machen. Oh nein! Ah, okay. Warte, wir können hier ins Office. Ich hab die EMP hochgejagt. Begib dich in den Keller. Okay, hier kommen wir nur hoch, das ist doof. Okay, wer sagt mir, wie ich das Grüne wieder ausstelle? Ja, das ist deine Nachtsicht. Nachtsicht? Ich hab ganz gute Augen. Ich brauch das nicht. Ich hab die hochgejagt. Okay, hast du da was? Na, wir müssen wahrscheinlich zum Treppenhaus. Lass uns durchs Treppenhaus runtergehen, ne? Komm doch zu mir. Ist da nicht ein Fahrstuhl? Okay.
Okay, ja, Treppenhaus nach unten. Du rennst halt immer so nach vorne, als hättest du das schon 10-mal gemacht. Wo müssen wir lang? Nee, da lang. Anderer Weg hier. Okay. Oh fuck, jetzt ist der Spockwappala. Kann das einer bedienen von uns? Nee, können wir nicht durch. Weiß ich nicht, versuch mal. Schieß mal mit dem Elektroschocker drauf. Wir machen das schön leise. Leider nicht. Nicht? Okay, dann doch hier lang. Na, der rennt immer so dran vorbei. Folgt mir, Freunde, folgt mir. Wo ist Shiggy? Ich bin schon unten an der Tür, ich brauche euch jetzt. Ja eben, du Vorrenner. Das ist genau das, was ich meine. So. Hier, den Aufzug. Und zack. Und dann gleich... Für, wenn ihr so langsam seid. Ja, wir spielen das still und leise. Ganz leise. Und langsam. Und langsam. Entspannt, sagt man auch. Ja, ja, wir benutzen Silencer, deswegen sind wir leise. Ist gut, ne? Okay. Mhm. Also, würde ich genau so machen. Hallo, Leute. Hi. Warte mal, da steht einer drin. Ja, den kriegt man nicht. Das sag mir nochmal, du. Okay. 3, 2, 1, go! Dann guck mal hier, sie verteidigt uns. Müssen wir mal ein bisschen mithelfen. Go, go, go! Oh! Seid ihr tot? Nice. Ja, ja, das soll auch mal vorkommen. Kommst du jetzt zu uns? Ich komm von hinten, ja, ich räum von hinten. Komm da durch die Tür durch? Ey, du kommst wahrscheinlich nicht durch die Tür durch, genau. Oh. Doch, alles gut. Ja, wir haben dich jetzt gerade verloren. Nein, alles gut. Kommst du durch? Ja, die Tür ist... So, okay. Ach, okay. Ganz entspannt, Freunde, still und leise. Nur flüstern, ganz entspannt. Ich nehme mir wieder hinten die Türen vor. Mit dem Sicherheitsschloss. Das kann ich so gut. Ja. Ich nicht. An der Stelle sei mal wieder erwähnt. Abonniert Selti auf SchülerVZ. Und im Gedenken an Roggi auch auf Twitch mit Twitch Prime. Die Türe hängt. Twitch Prime. Okay, die Türen, die Bohrer überlasse ich euch. Wie geht das? Benutzt die Bohrer, los! Du großer Bohrer. Mit so einem großen Bohrer kannst du doch gar nicht umgehen. Wenn du dich nicht gut benimmst, Marco, dann schieße ich mit dem Elektroschocker auf dich. Shiggy, du hast rechts eine Anzeige. Ich weiß, ich sehe es doch. Ja, dann frage ich mich, wieso du jetzt schon zum dritten Mal den Dinger versemmelst, ey. Also ich bin durch. Ja, Molle macht das still und leise. Ja, steht da doch. Ja, still und leise, so eine, seid ihr mies. Ich habe aber letztes Mal auch ewig gebraucht. Ich schieße jetzt zwischen die Beine. Weißt du, das ist fast wie beim Vögeln, weißt du? Hallo, wir bewegen uns hier auf YouTube. Das ist fast so wie beim Piep, Piep, Piep. Still und leise, ganz pssst. Guck mal. Ist auch kein Alarm losgegangen. Ich habe die Türe. Also, das ist Probealarm. Ich sagen, du auf der, beim Spiel ab 18, dann tut es mir sehr leid. Das ist wie beim letzten Mal, das ist Probealarm. Maustaste drücken, dann geht's schneller, gell? Molle. Achso, ich würde sagen, also Geld suchen hier. So, holt euch das Geld. Klicken oder? Grab the money! Save. Ja, holt das Geld, wer steht denn da nur doof rum? Ja, da steht man nur, da macht jemand eine Tür auf. Alles ah, okay. Ja, doof. Bei mir steht der, sieht das so aus, als würde der nur doof rumstehen. Save the money. Ich will das ganze Geld. Das letzte Mal sind wir echt schlecht rausgekommen. Das müssen wir diesmal besser machen. Ja. Ganz wichtig, jeder Treffer am Ende kostet uns Geld, Marco. Ja, so einfach durchlaufen und sterben. Nee. Achso. Sag mal, der läuft. Tisch ist leer. Stand da gerade? Geil, man kann Schließfächer aufbohren. Mal gucken, was das bringt.
healthy. Du solltest ein paar... Jetzt lass mich doch gucken, was das bringt. Es bringt auch Geld. So ist nicht. Wie viel? Weiß ich nicht. Ich sehe es ja nicht. Aber ich kann auf jeden Fall was mitnehmen. Plündere weiter oder verlasse den Tresorraum. Also Freunde, wir haben was Neues gelernt. Wir können Schließfächer plündern. Ah, das hättest du nicht gedacht. Nicht, dass es irgendwie hilfreich wäre. Ah, da brauche ich nicht mehr rein. Oder? Hier sind halt noch zwei Dinger drin, ey. Das kriegen wir niemals anständig hin. Wir sind so schlecht gerade im Geld sammeln. Was haben wir denn für einen Hacker? Ist das ein guter? Oh yeah. Gott. Der nicht, der, der und der. Sollten raus. Ja, warte, Hack abbrechen. Ich kann Hack abbrechen! Lange drücken. Ja. Ich komme! Still und leise wieder raus. Ey, nur 1 Million, ey. Eieiei. Nee, das war echt nicht. Aber die haben auch relativ viel hinten versteckt gehabt. Molle. Ja, warte. Wir sind jetzt in Position. 3, 2, 1. Oh. Geil. Ah, Grüße gehen raus an dich, Iva. Grüße gehen raus, Freunde. Aber du kannst andere raushauen. Ja? Ach, stimmt, ja. Pistole, ja, ich muss mal ein bisschen mit Pistole arbeiten. Ich habe, glaube ich, kaum noch Munition. Fällt mir gerade auf. Ja gut, wobei 80 Schuss, das geht schon. Gehe durch die Schleuse ganz leise. Okay, ich komm. Schicki vor dir. Okay, wir nehmen den Aufzug, ja? Ich lauf die Treppe. Echt, Treppe? Okay, Treppe. Ja gut, machen wir mal die Treppe, ist auch mal was Neues. Mach auf. Ich bin bereit. Gut. Hinter uns, oder? Ja, Star passt auf, okay. Shigi rennt einfach vor und hat schon 11.000 verloren, okay. Was? Ja, nichts verloren. Natürlich. Du läufst vor, ist deine Schuld. Ist auch mein Heist. Das ist ein Argument. Links von uns. So ein kleines Magazin, wa? Hab ihn. Wo müssen wir denn raus? Hier, ne? Gerade aus. Da, wo wir hergekommen sind. Ja. Die Ecke. Schieß. Ich sterb sonst. Ah, ganz leise. Sterb ich. Ja, ich sehe es da hinten. Achtung, da sitzt einer. Hinten ist sauber. Links, ja, mach die. Geh weg, ich schieß. So, Freunde, auf ins Auto. Cutscene. Das war letztes Mal mehr Cutscenes, ne? Mehr, letztes Mal war es mehr. Da war es auch mit dem Abseilen und so. Ja, da bin ich ein Abseilen. Sorry. Ekelhaft. Aber ganz leise habe ich das gemacht. Ganz leise. Ganz leise einen abgeseilt. Psst, sag doch sowas nicht. Das Doofe ist, wir kommen halt jetzt echt da raus. Also das läuft jetzt echt nicht gut, ne? Wir haben nicht unbedingt die Waffen, um da jetzt großes Sturm zu machen, glaube ich. Wir müssen ziemlich weit fahren.
Angeblich. Nee, wir müssen erstmal laufen. Die Dinger stehen jetzt nicht vor unserer Nase. Wir müssen uns jetzt erstmal relativ zackig und ohne nochmal zu sterben den Weg freikämpfen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht so brutal. Also sie stehen nicht so schön vor uns, wie wenn man sein persönliches Fahrzeug anheuert. Okay, die sind ganz am Ende. Ganz am Ende. Hakenschlagen, Hakenschlagen. Naja, mit Hakenschlagen ist da nicht so arg viel getan, muss ich sagen. Nimmst du so Lava? Ist viel Geld im Sack. Stehen besser wie letztes Mal. Ja, das stimmt. Okay, weiter. Bringe die Beute zum Käufer. Ja gut, wir haben noch eine Mille. Ich glaube, das letzte Mal sind wir echt mit unter einer Mille rausgegangen. Rechts ja, steht einer, ist egal. Ja, aber ich sag mal, in den Autos wird es dann entspannter. Aua. So, ich fahre nicht. Ich bin so ein entspannter Bei. Wieso ist die so viel schneller als ich? Wieso ist die Sack schneller als ich? Ich habe mir mal sagen lassen, dass... Also das ist ja auch wieder... Meine Figur ist einfach kaputt. Die kann nicht schneller rennen. Aber wir haben also diesmal nur 50. Ich könnte auch fahren, also das ist nicht. Aber ich glaube, das möchte keiner. Ich glaube, da fahre ich lieber selber, bevor ich dich ans Steuer lasse. nicht böse gemeint, ne? Aber... Ja, ich kann besser fliegen. Stehen, glaube ich, außen, oder? Shiggy läuft gerade ins Verderben, oder? Nö. Nicht? Doch, die stehen außen, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Die stehen hier. Okay. Komm ich halt wieder rein. Oder auch nicht. Alter, ist die schnell, Alter. Ja, gell, ich sag doch. Die hat einen Dauerläufer. Also ich lass mich dann hier oben von euch an der Straße abholen. Nicht umfahren, bitte nicht umfahren. Danke. Ich stell mich an die Straße und wink höflich, ja? Ach nö, jetzt kann ich da nicht mal hochlaufen, oder was? Wenn du dein Bein zeigst, also... Ich kann da nicht mal hochlaufen. Komm, Shiggy, nimm mich mit, bitte. Selti, zeig deinen Fuß. Ich zeig dir meinen rechten Fuß, aber nur den. Oh, das sind aber schicke. Ja, fahr gegen den Baum. Sorry, ich dachte, das ist ein Busch. Ups. Oh, galant drüber. So, jetzt gib Gummi. Ede galant. Wow. Oh, ja, ich hab's schön gedreht. Danke. Fahrt. Die ersten 2 Meter sind noch ein bisschen anspruchsvoll. Wie duckt man sich noch gleich? Oh. Ja, X. Mit X, okay, dann drücke ich mal X. Aber nicht, dass es heißt, am Ende heißt, ich hätte meinen Kopf bei dir auf der Seite runtergehalten, ne? Was macht dein Kopf bei mir? Oh, wir können ins Ersatzfahrzeug. Oh, wir haben Platten. Ja, wir können rechts hoch in das Ersatzfahrzeug. Und das sieht doch noch ganz aus. Ja, aber da steht, wenn wir alle da einsteigen, bringt uns das was. Ich möchte, dass wir ins Ersatzfahrzeug gehen. Okay. Dann markier's uns mal. Mhm. Ah, da vorne steht's. An der Straßenecke. Könnt ihr uns mitnehmen vielleicht, oder ist es schlecht? Ja doch, steig ein. Ja, aber da krieg ich einen Nervenstamm hoch. Steig doch bei mir ein. Ja, der macht damit. Du musst ins richtige Auto steigen. Und das ganz leise. Ganz, ganz leise. Der Lockvogel ist gleich tot. This is fun. Ja, that's pretty good. Ganz leise. Aber wir haben richtig noch... Richtig gut. Wir haben nur ein kleines Stück. Fahr doch! Ich hab die Markierung nicht mehr. Ja, weil du sie gerade weggemacht hast. Fahr einfach weiter, du musst nur der Strecke folgen und ganz nach der nächsten langen Linkskurve ist es dann rechts. Ich. Ich bin's nicht. Wenn du so fragst, bin ich das. Ja, wir haben nur noch 3 Sterne. Ja, das ist okay. Ja. Wir hatten ja auch einen Lockvogel. Ihr Bullenschweine kriegt mich nie! Ey! Yep. Wahrscheinlich töten die uns sogar. Shiggy, fahr irgendwo dran vorbei. Fahr.
Da ist aber das Ersatzfahrzeug hier. Ja, da fährst du über die normale Straße rein. So, jetzt rein. Keiner schießt. Schnell. Da steht's. Irgendwer ist rausgesprungen vorher. Ich war's nicht. Ich auch nicht. Schicki auch nicht, dann war's. Schnell umsteigen. Ah, doch, natürlich war ich's. Alter, ihr Penner! Schicki, du Pfeife! Ich dachte, du bist drin, Alter. Nein, ich bin der einzige Dödel hier. Fahr. Ja, ich dachte, er hält an und wir laufen. Nein, da fährt er direkt dran. War ja schlau. So, wir haben das Ersatzfahrzeug. Es hat uns, glaube ich, nur echt nichts gebracht. Na gut, ist ein bisschen heiler. Da fährt ein Stück schneller. Von daher vielleicht doch. Naja, ich glaube eher, dass es darum ging, wenn du umsteigst, dann verlierst du die Sterne sofort instantly und hast den Rest der Strecke Ruhe. So, okay, kann natürlich sein. Schicki! Wow. Ey, das nächste Mal fahr ich wieder. Ja, Gegenfahrbahn ist auch ein valides Mittel. Rechts! Fahr doch rüber! Fahr rüber! Nein, jetzt nicht. Ja, einfach mal solide über die Gegenfahrbahn. Ist ja ein probates Mittel. Oh Gott. Eine Mitte haben wir noch, hey. Ja. Wart ab, die verlieren wir auch noch. Nachdem wir uns umgedreht haben. Schicki, tu das. Rechts. Ja. Ganz leise. Entschuldigung, rechts. Fahr noch ein bisschen. Das ist gut. Fahr noch ein bisschen. Oha. Schatz feiert. Fahr noch ein bisschen. Jetzt fahr rechts runter. Ihr könnt einfach mal aufhören zu schießen, Alter. Fahr rechts. Bieg rechts ab. Da? Nee. Oh, jetzt mit dem Finger. Doch, hier rechts musst du abgeben. Also no joke, hier rechts ist der Übergabeort. Ja, wir sollen noch nicht, wir kommt das loswerden. Ja, aber kann er da hinten reinfahren. Aber nicht ins Grün. Ah. Ah. Ins Wasser? Nein, echt nicht. Also zum Wasser ist okay, nicht ins Wasser, ja? Schicki einfach nach rechts raus in die Walachei. Da kommen die nicht unbedingt hin. Ja, sieht ganz gut aus. Stell dich einfach in den Busch. Safe. Sieht keiner. Das ist ein Busch. Nein. Aus. Gell, mach mal Licht aus, ey. Nein, nicht. Mit H. Mit H, glaube ich. H für Licht. Da kommt ein Achtung, ein Helikopter voraus. Heli nach links. Da wird's dünner. Du musst nicht jeden Stein mitnehmen, wir sind nicht in einem Crafting-Game. Ja, okay, hab's geschafft. So, und jetzt dürfen wir abgeben. Das musst du nicht tun. Ja, aber das passiert einfach. Sehr gut, wir haben es geschafft, Freunde. Still und leise. So eine. Still und leise, so wie immer. So war wie immer. Leise. Also, wir waren. Wir haben ja nur geflüstert. Raubüberfall bestanden. Haben wir eigentlich diesmal die Elite-Mission geschafft? Oh, Platin! Oha, Platin! Alter, Platin! Was weißt du, wir haben nicht mal die Hälfte der tatsächlich. Baller. Ist das traurig? Das ist so traurig. Nicht entdeckt werden. Kann man ganz klar geschafft, nach der ersten in den 10 Sekunden vielleicht am Anfang. Ah, Katastrophe. Also Resümee, still und leise müssen wir nochmal machen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Das geht so nicht. Das geht so nicht.
So, und die Cutscene am Ende, die erspare ich uns jetzt. Zumindest mal für YouTube. Das, okay, die haben wir, die das haben hält mein Herz nicht mehr aus. Wir verabschieden uns jetzt mit diesem weißen Offscreen. Wollt ihr noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ich hab schon die Cutscene. Okay, ich nicht. Das ist okay. Ich guck noch ein bisschen weißer Bildschirm. YouTube, ja, wir sehen uns. Tschüsschen. Macht's gut. Bis bald. Euer Seldi. Still und